Ich wollte schon immer mein eigenes Ding durchziehen, sagt Uncle Cracker über sein Soloalbum. Das hindert ihn natürlich nicht daran, auch bei der neuen Kid Rock CD mitzumachen. Während die Jungs im Studio basteln, torkelt Follow Me europaweit von 9 auf 10. Destiny's Child haben bestritten, mehr so auf Frauen fixiert zu sein. Im Internet war behauptet worden, dass Beyoncés Mutter eine Affäre mit Michelle hat. Bleibt die Frage, worüber sich die Mädels mehr aufregen. Über die Gerüchte oder darüber, dass Bootylicious um 4 Plätze fällt auf die 9. Wyclef Jean wird eine Hauptrolle in dem Film Schottes übernehmen, als waschechter Gangster. Die Konkurrenz hat jetzt schon Angst und macht den Weg frei für den Perfect Gentleman, rauf von 12 auf 8. Der Soundtrack von Pearl Harbor stammt von Filmmusik-Superstar Hans Zimmer. Und wer sagt die Lorbeeren ein? Faith Hill. Die quasi Country, aber eigentlich doch Popsängerin, verbessert sich mit There You Be um einen Platz auf die 7. Tommy Kitten wollen jetzt auch in den USA berühmt werden und drehen für Hole Again deshalb ein neues, extra scharfes Video. Die Europäer sind auch so mit die Turner Flame zufrieden und belassen die Pussys auf Platz Nummer 6. Da will Robbie Williams den Mädels vom Stripclub Fantasy mal eine kleine Freude und Abwechslung verschaffen, lädt sie sich nach Hause ein und was sagt der Chef von dem Laden? Nö. Na gut, dann feiert Robbie den Erfolg in den Euro Top 20 eben allein. Eternity steigt von 7 auf 5. Fußballprofi Hanno Balic ist hin und weg von Gary Halliwell. Als optisch sehr reizvoll bezeichnet er sie auf seiner Homepage. In Europa scheint es ein paar Leute zu geben, die auch die Musik von Gary mögen. It's Raining Man hält sich auf der 4. Manchmal wird die ganze Situation einfach total überwältigend, beschreibt Dante Thomas das Gefühl, plötzlich erfolgreich zu sein. Tja, sieht so aus, als ob Dante das alles noch eine ganze Weile genießen könnte. Miss California verteidigt ausgesprochen erfolgreich Platz Nummer 3. Als Songwriter lege ich viel Wert auf gute Witze, giggelt Shaggy. Tja, Comedy-Autor ist er zwar noch nicht, aber so ein zweiter Platz in den European Top 20 ist auch nicht so übel. Der Angel bleibt da, wo er auch schon letzte Woche war. Also, wenn es auf den Plätzen 4, 3 und 2 keine Änderung gibt, dann sollte man auf Platz 1 nicht unbedingt die Revolution ausrufen. Oder um es kurz zu machen, Lady Marmalade holt sich auch diese Woche die Spitzenposition. Und ist natürlich auch für die MTV Video Music Awards am 6. September nominiert. Aber hier haben sie ja schon gewonnen, die alte und neue Nummer 1 der MTV European Top 20. Christina Aguilera, Lil' Kim, Maya und Pink. Und natürlich fragen wir uns, gibt es die auch noch getrennt? Egal. Viel Spaß, haut mal rauf, wir sehen uns nächste Woche.